Ja, hallo, Bellinghaus. Ja, guten Tag. Ich habe Sie gerade angerufen. Und zwar geht es um Ihren Bericht in der Kirche und Leben. Warten Sie mal, ich mache mal klein ein bisschen leiser hier. Es geht um den Bericht über Kinderhäuser von Karin Brees an ihr in ihrem Online-Magazin. Und ich bin der Autor von Kinderhaus. Das Stück wurde mir geklaut vom Theater Münster. Ich habe am 17.04. eine Verhandlung, deswegen im Landgericht Münster. Und ich würde ganz gerne, dass Sie auch darüber berichten, weil das ist eine sehr spannende, sehr interessante Geschichte, weil ich bin Missbrauchsopfer, unter anderem auch der katholischen Kirche. Deswegen mache ich dieses Spiel nicht mit, weil ich bin schon durch die katholische Kirche aus meiner Wohnung rausgeflogen, aka Andreas Hesener vom Bauverein Kettler und auch von verschiedenen Vereinen der katholischen Kirche. Das ist ein waschechter Skandal, was hier abgeht. Justizskandal. Ich bin als Kind mit 6,5 Jahren in der evangelischen Kirche missbraucht worden. Was Sie hier tun, Sie geben einer kriminellen Frau, geben Sie hier Recht, verstehen Sie, Sie interviewen sie, sie darf ihren Senf dazu geben und lügt sich die Fliesen von der Wand. Das ist unfassbar. Deswegen würde ich gerne mit dem Herrn sprechen oder wenn Sie das sind, der dieses Teil geschrieben hat im Online und auch meine Statement dazu abgeben, weil ich kann beweisen, dass ich der Verfasser, der Urheber bin dieser Idee. Weiter. Ihre Rufnummer sehe ich ja, die habe ich mir notiert. Ja. Und dann, ja, also dann müssen wir das intern besprechen und dann denke ich, wird sich jemand bei Ihnen melden. Wie gesagt, bei mir sind Sie jetzt leider an einer ganz weiteren Rechte, weil ich habe das nur Ja. wahrgenommen überhaupt, das Thema. Aber ich habe auf jeden Fall Ihre Rufnummer notiert und werde das dem Kollegen Das finde ich sehr nett, ja. Also Mark Bellinghaus, meine Nummer haben Sie notiert. Es ist wirklich auch wichtig, ich bin nicht wie diese durchgeknallten Missbrauchsopfer, die den Mittelfinger gegens Kreuz richten. Ich bin beim Aschermittwoch der Künstler immer zu Gast. Ich war jetzt zum dritten Mal eingeladen, habe letztes Jahr mein selbstgeschriebenes Gebet vorgetragen. Ich mache diese Verarsche von den Kirchen und auch Quälerei nicht mehr mit. Ich komme mit Herrn Wölki gut zurecht. Ich bin nicht wie diese Leute, die jetzt Herrn Wölki oder per se alle Kirchenangestellten dafür verurteilen, weil es ist nicht jeder so ein Missbrauchstäter. Aber Leute wie Herrn Martin Schmitz, die daraus richtig Schotter machen, er hat jetzt 300.000 Euro gekriegt von der Kirche, also und läuft hier rum und hat mich in übelster Weise betrogen. Wir haben den als unseren ersten Gast gehabt in unserer ersten Veranstaltung, Saturdays for Children, und er hat es nur ausgenutzt, ist jetzt mit diesem unsäglichen Matthias Katsch, der auch noch dein Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Ich kann es alles nachweisen und das ist wirklich ein Skandal. Und über diesen Skandal wird auch die Kostrollmein stolpern, die Generalintendantin, noch Intendantin, die sich mit einem MeToo-Straftäter, der mich mit 21 Jahren missbrauchte. Ich bin jetzt 60 und nach so vielen Jahrzehnten, diese ganze Scheiße, die hier jetzt in Münster hochkommt, das ist eine wahnsinnsgeile Story. Und ich mache daraus auch ein Buch, das können Sie mir glauben. Wissen Sie, die denken ja, ich bin blöd, ich ärgere mich darüber, was Frau Brees gemacht hat. Das ist, ich habe ja nachrecherchiert, wo die ihre Ausbildung her hat und so. Und die ist noch nicht mal auf der Internet-Webseite ihrer Ausbildungsstätte als Prominente gezeigt. Also es ist so Schall und Rauch und so durchschaubar, dass es wirklich peinlich ist. Frau Kostolmein wird, das ist vielleicht noch eine geilere Story, dass man darüber berichtet, dass diese Frau 45 Leute rausgeworfen hat und hat dann ihren eigenen Ehemann eingestellt. Das ist Nepotismus und Vetternwirtschaft, wie es Habeck und Greichen gemacht haben. Und Sie wissen ja, Greichen ist deswegen rausgeflogen, auch wenn er erst nicht gehen wollte. Aber die Stadt Münster hat hier einen sowas von geilen, waschechten Skandal. Der ist tausendmal schlimmer als der Fall Mollat. Ja, ich bin 13 Jahre, 13 Jahre werde ich hier von diesen Irren, ob es jetzt kirchlich ist oder nicht, werde ich hier verarscht. Ich bin aus der katholischen Bauverein Kettler rausgeworfen worden. Die haben jetzt eine Millionenklage an den Hals und ich werde das gewinnen. Mit links, mit links.
Weil es geht nicht, dass vier Nachbarn sich zusammentun und behaupten, ich wäre ein Reichsbürger, ich wäre verrückt, ich wäre Nazi, ich würde mich als Adolf Hitler verkleiden. Das ist zu viel des Guten. Ja, ich bin komplett unschuldig, ich bin schwul, ich bin blöderweise immer noch Christ und glaube an Gott und Jesus. Und nicht nur glaube, ich weiß, weil sonst hätte ich nicht einen Samariter gefunden, der mir das Leben gerettet hätte, hat. Ja, ein Nachbar und Freund meiner Mutter. Aber ich will Sie jetzt hier nicht voll quasseln. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bitte geben Sie das weiter. Es ist mir sehr wichtig, dass auch ich Stellung nehmen kann. Weil eine Frau Karin Brees, die ist so hohl wie ein Osterhase an oder Nikolaus innen hohl ist. Ja, also ich bin nicht böser Dinge, das hoffe ich, merken Sie. Ich bin nur richtig sauer. Ich habe meine Wohnung verloren, die ich geliebt habe. Ich bin jetzt in einer viel besseren Wohnung, viel schöner, viel heller, viel, viel größer. Also insofern, ich sehe das auch als Lehre an. Vielleicht auch sogar von Gott, ich weiß es nicht. Aber dieser Kampf macht mich stark. Und insofern werden Sie da noch was schreiben, da bin ich mir sicher. Ich bin nämlich kein Teufel oder wie auch immer. Ja? Okay. Gut. Alles klar, ich danke Ihnen sehr. Ja, Ihnen auch. Danke, tschüss.